In diesem Video beschäftigen wir uns mit Haptik. Und zwar wollen wir verstehen, was das somatosensorische System ist. Dann werden wir auch verstehen, was eigentlich Haptik bedeutet und gucken uns an, wie das in der HCI benutzt wird. Genau, das somatosensorische System, was ist das? Das beschreibt alles, was wir fühlen. Das heißt, wir fühlen unsere Umwelt, wir fühlen Objekte und Oberflächen. Und wir fühlen aber auch unseren Körper. Das heißt, wir haben hier auch Sensoren in den Muskeln und in den Gelenken, die uns ein Gefühl für unseren Körper geben. Genau. Und unsere Umwelt, also die erste Dimension des Fühlens, nehmen wir durch zum Beispiel den Berührungssinn wahr. Also wir können über Oberflächen rüberfahren und haben dann eine ziemlich gute Empfindung dafür, wie diese Oberfläche temperiert ist, strukturiert ist und auch was das für ein Material ist. Und die Empfindung für unseren Körper, die nennen wir Propriozeption und die ist zweigeteilt. Das heißt, wir haben ein Gefühl dafür, wie wir uns bewegen und das nennen wir Kinästhetik. Wir haben aber auch ein Gefühl für die Position, also die Konfiguration unseres Körpers. Das heißt, wenn ich meine Augen schließe, dann weiß ich, also hier berühre ich mich ja, aber ich weiß, wie meine Gelenke quasi rotiert sind und von daher weiß ich, wie meine Armposition ist, auch wenn ich das nicht sehe und auch wenn ich das nicht dynamisch spüre über die Bewegung. Und das sind die Modalitäten, die wir hier in diesem System haben und auch die Submodalitäten und Sub-Submodalitäten. Das heißt, wir haben hier ein sehr komplexes Modalitätensystem. Zum Beispiel ganz oben den Schmerz, der ist aus ethischen Gründen für uns in der HCI überhaupt nicht relevant. Die Temperatur auch nicht oder noch nicht. Es gibt zunehmend Forschung zu Interfaces, die auch Wärme abgeben oder Kälte. Wir interessieren uns hier an der Stelle vor allem für den Berührungssinn und die Propriozeption. In dem Berührungssinn, aber auch nur für den Berührungssinn, der hier Oberflächen zum Beispiel unterscheiden kann. Es gibt auch sowas wie Kitzeln, also das heißt ein Stimulus, der eher uns passiert, als dass wir den explizit selber anstoßen. Oder aber auch eine grobe Berührung durchrempeln. Das ist für die HCI nicht interessant, sondern wir wollen uns ja die Haptik anschauen. Und hier haben wir den unterscheidenden Berührungssinn. Und damit können wir Berührung wahrnehmen, Druck, ein Zittern oder aber auch Vibration. Und die Propriozeption, habe ich schon gesagt, hier unterscheiden wir zwischen einer Position und einer Bewegung. Bei der Position haben wir statische Kräfte. Das heißt, wir merken, wie unsere Muskeln entspannt sind oder angespannt und haben auch einen Druck auf unsere Gelenke. Also wir merken zum Beispiel, wenn unsere Gelenke am Limit sind, also wenn unser Gelenk so gespannt ist und eigentlich sich gar nicht weiter rotieren kann. Bei der Bewegung nutzen wir dieselben Sinneszellen, nämlich in den Gelenken und den Muskeln, aber haben halt hier dynamische Veränderungen. Also wir merken hier, wie sich die Muskeln entspannen und anspannen und wie auch die Gelenke rotieren und hier sich der Druck zum Beispiel erhöht und senkt. Und nochmal zu der Haptik. Das ist hier quasi die Klammer und als Wiederholung. Haptik bezeichnet halt das Zusammenspiel von diesem explorierenden, also unterscheidenden Touch und der Propriozeption. Haptik kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich die Fähigkeit, etwas zu greifen. Und das heißt, die Haptik ist ein Konzept, wo es darum geht, unsere Umwelt zu explorieren. Und das meint explorieren durch Berührung. Und immer wenn wir aktiv etwas berühren und darum geht es, haben wir ja auch eine Bewegung und wir haben eine Konfiguration des Körpers, nämlich dadurch, dass ich zum Beispiel meine Finger so konfiguriere, dass sie diesen Pointer greifen, bekomme ich Informationen, wie die Form zum Beispiel von diesem Pointer ist. In dieser Tabelle und in dieser Infografik sehen wir die Sinneszellen in unserer Haut, die uns dann Informationen geben über das, was um uns herum passiert. Das heißt,
Wir haben hier die Meißner Körperchen und die können uns sagen, wenn wir berührt werden. Das heißt, die sind sehr nah an der Oberfläche, also an der Haut. Das heißt, schon eine sehr leise Berührung oder eine sehr zarte Berührung ist für uns spürbar. Die Passini-Körperchen sind etwas tiefer gelegen, damit detektieren wir Vibrationen. Die können tiefer gelegen sein, weil ja das Fleisch quasi und die Haut, weil das Material mit vibriert und diese Vibration quasi von außen nach innen übertragen wird. Und so eine Sinneszelle etwas tiefer zu legen, macht ganz viel Sinn, weil sie dann besser geschützt ist. Genau, die Drucksensoren sind nah unter der Haut, um hier Druck und auch die Form von Druck zu diskriminieren. Die Ruffini-Körperchen, die detektieren, wenn unsere Haut gestretcht wird. Das überträgt sich wiederum, das heißt, die können geschützt ein bisschen weiter in unserer Haut, also unter unserer Haut platziert sein. Die Zeile unter den Infografiken, also unter diesen Schemata, die ist nochmal ganz interessant. Hier sehen wir nämlich, welche Reize oder welche Sinneszellen adaptiv sind. Adaptiv heißt, wir spüren die nicht konstant, sondern wie hier bei den Meißner Körperchen, Berührung spüren wir am Anfang, wenn die Berührung stattfindet und dann wieder am Ende, wenn die loslässt. Das macht ganz so viel Sinn, weil zum Beispiel, wenn wir uns am Morgen einen Pullover anziehen, dann spüren wir die Kleidung auf unserer Haut, aber über den Tag hin vergessen wir das. Das heißt, wir haben hier einen adaptiven Sinn und sparen hier kognitive Ressourcen. Wir wollen gar nicht ständig daran erinnert werden, dass wir jetzt irgendwie einen Pullover tragen oder Schuhe oder eine Hose. Bei Schmerz sieht das anders aus. Wie wir sehen, hier haben wir einen dauerhaften Stimulus. Das heißt, wir spüren den Schmerz dauerhaft. Und das ist auch wiederum wichtig, weil der Schmerz uns sehr gefährdet. Und wir dafür sorgen müssen, dass der aufhört. Das heißt, hier wäre Adaption im Zweifel tödlich. Und wir müssen quasi den als dauerhaft unangenehm empfinden. Unser somatosensorisches System hat eine Auflösung so wie das Auge. Das heißt, wir können hier Feinheiten wahrnehmen über Fläche. Und das können wir unterschiedlich gut mit verschiedenen Regionen unserer Haut. Also wir sind sehr gut darin, in der Zunge zu merken, ob hier ein Objekt oder zwei Objekte uns berühren. Und zwar können die Objekte hier 1,1 mm voneinander entfernt sein und wir merken immer noch, dass es zwei sind. Bei dem Zeigefinger, also bei der Fingerkuppe, können wir das für bis zu 3 mm. Das heißt, wenn diese beiden Nadeln 2 mm voneinander entfernt sind, würden wir sagen, das ist nur ein Objekt. Und bei 3 oder mehr können wir halt sagen, ah nee, das sind zwei Objekte, das spüren wir. Genau, unempfindlicher werden wir dann am Handrücken oder noch viel unempfindlicher an der Schulter oder hinten auf dem Rücken. So, und die Empfindsamkeit, die Körperregion, die zeigt sich auch in der Größe der Gehirnregion, die für diese Empfindung zuständig ist. Das heißt, wir haben jetzt hier das somatosensorische System in blau gezeichnet und das haben wir im Prinzip hier in unserem Gehirn, es zeichnet sich einmal drüber. Die linke Hälfte ist für unseren rechten Körper zuständig und die rechte für den linken. Das rote Band hat die Entsprechung in dem Ansprechen dieser Körperregion. Das heißt, ich habe jetzt hier in der Mitte irgendwo, habe ich zum Beispiel die Empfindung für mein Knie und zwar für mein linkes. Und ein bisschen weiter vorn kann ich dann mein Knie bewegen. Das heißt, diese Regionen korrespondieren halt miteinander, was total sinnvoll ist, hier kurze Wege zu haben, weil das die Informationsübertragung schneller macht. Genau, aber nochmal zu der Größe der Flächen. Also wir sehen hier, dass zum Beispiel die Hand viel Gehirnfläche hat, dass die Lippen viel Gehirnfläche haben. Das heißt, hier können wir viele Signale verarbeiten. Hier können auch viele Signale ankommen. Und wenn wir den Menschen jetzt so zeichnen, dass die Körperregion oder das Körperteil groß ist, wo wir viel empfinden, dann sehen wir das. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das steht manchmal in Museen, also vor allem in Museen, wo es um die Menschen geht. Das ist der Homunculus. Und hier sehen wir halt, das sind große Hände, weil die Hände halt viel spüren können. Genau dasselbe haben wir mit der Lippe und der Zunge. Und
Die Beine sind dann also verhältnismäßig klein dargestellt. So, und jetzt nochmal zur Haptik und zur Definition. Also die haptische Wahrnehmung, die beschreibt, das habe ich schon angedeutet, ein aktives Entdecken von Oberflächen oder Objekten, und zwar durch ein sich bewegendes Subjekt. Das Subjekt bin jetzt zum Beispiel ich, und ich werde aktiv jetzt hier greifen, also diesen Pointer greifen, und das heißt halt, dass ich hier auch Proprioception habe. Das heißt, ich habe eine Bewegung, um ein Objekt zu greifen. Ich habe den Sinn für die Konfiguration meines Körpers, das heißt, ich spüre, wie groß das Objekt ist durch die Konfiguration meiner Finger, und ich kann hier drüber fahren. Genau, das ist die haptische Wahrnehmung. Was ist jetzt haptische Technologie? Das ist Technologie, die halt eben solch eine haptische Erfahrung generiert. Und zwar können wir das durch Kräfte, die angewendet werden, die quasi eine Technologie ausgibt oder erzeugt, Vibration oder eine Bewegung des Nutzers. Und was haben wir hier? Wir haben hier ja eigentlich die haptische Erfahrung beim Touchscreen. Das heißt, wir berühren hier den Touchscreen. Der ist aber nicht so ein klassisches Beispiel für Haptik in der HCI, weil das ist zwar ein berührungssensitives Interface, aber hier geht es nicht so sehr um die haptische Erfahrung bei der Berührung, sondern eher um zum Beispiel die Manipulation virtueller und grafischer Flächen. Aber wir haben hier eine haptische Erfahrung, wenn unser Telefon vibriert. Das heißt, hier kriegen wir haptisches Feedback dadurch, dass das Telefon vibriert, und merken dann, wenn wir zum Beispiel auf der Tastatur einen Buchstaben angeschlagen haben oder wenn wir eine Nachricht bekommen. Dann haben wir wiederum hier ein Beispiel, wo gemessen wird, wie der Griff eines Menschen ist von zum Beispiel einem Smartphone. Das heißt, hier haben wir wieder so ein hybrides Beispiel. Wir merken natürlich, wir brauchen das Feedback, dass wir hier etwas greifen, aber es ist keine klassisch haptische Ausgabe. Das heißt, hier wird nicht die Wahrnehmung von Haptik erzeugt, sondern nur gemessen, wie greift denn ein Nutzer so ein Telefon oder ein Interface, um dann wie in diesem Beispiel das Interface anzupassen, ob jetzt der Nutzer und die Nutzerin mit der rechten oder linken Hand dieses Interface greift oder dieses Gerät greift. Das ist ein Phantomgerät. Hier sehen wir, dass der Finger quasi so ein bisschen eingespannt ist. Und wir haben jetzt hier Gelenke dran und auch einen Motor. Das heißt, hier werde ich jetzt in der Bewegung, wie ich meinen Finger bewegen kann, eingeschränkt. Und was passiert hier? Das ist ein Force-Feedback-Device. Das heißt, hier haben wir ein haptisches Feedback. Und zwar lässt uns das spüren, wie groß oder auch wie rau ein virtuelles Objekt ist. Wir können jetzt nämlich dadurch, dass wir hier eingeschränkt werden, selektiv eingeschränkt in unserer Bewegung zur Führung des Fingers, zum Beispiel spüren, ob es hier einen Kreis gibt, der sich virtuell vor uns befindet, oder eine Wand. Und von daher generieren wir hier eine haptische Empfindung, eine Objektexploration durch Technologie. Was wir hier sehen, ist ein elektrischer Muskelstimulus. Das heißt, wir haben jetzt hier Elektroden anliegen an dem Arm von Petro Lobis. Das ist der Autor von dieser Arbeit. Und hier wird dafür gesorgt, wenn wir quasi Strom geben auf die Muskel, dann ziehen die sich zusammen. Und wenn wir jetzt wissen, welche Muskel wofür zuständig sind, dann können wir halt eben dafür sorgen, dass der Mensch etwas zeichnet, was wir vorher programmiert haben und nicht, was der Mensch beschließt zu zeichnen. Und von daher wird, wie in diesem Beispiel jetzt hier gezeigt, der Mensch quasi zum Drucker, weil der Mensch etwas zeichnet oder zeichnen muss, was vorher von einem anderen Programmierer oder einer anderen Programmiererin beschlossen wurde. Und hier haben wir wieder die Anwendung von Elektrizität, aber ganz anders, und zwar wird hier eine Oberfläche unter Strom gesetzt, unter Wechselstrom. Und dieser Strom, der sorgt dafür, dass unsere Haut ganz minimal in Vibration gerät. Und wir haben ja vorhin gelernt, dass die Pacini-Körperchen an Vibration detektieren. Und das machen sie ja normalerweise, wenn ich über eine raue Oberfläche drüber streiche. Das heißt,
Wenn ich jetzt über so eine glatte Oberfläche streiche und der Strom anliegt, dann vibriert meine Haut so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die Oberfläche ist rau. Und das können wir nochmal stützen durch Grafik. Und an dem Beispiel ist jetzt hier in der Grafik sind Linien quasi gezeichnet. Und wir haben dann immer dann eine Vibration in der Haut, wenn wir über eine Linie fahren und haben dann wirklich das Gefühl, diese Zeichnung zu spüren. Und das letzte Beispiel, das ist eine Arbeit, da haben wir auch Strom verwendet. Wir haben jetzt hier auch eine Elektrode, die ist mit dem Pflaster an den Zeigefinger angebracht und ein Stromkreis schließt sich, wenn wir auf dieses runde Kupferblatt tippen. Und dann kribbelt es unterm Finger. Und was wir versucht haben herauszufinden, ist, ob wir dann auch eine Wahrnehmung zum Beispiel verschiedener Materialien haben, also einer gestrickten Oberfläche oder Sand etc. Und das hat in der Tat funktioniert. Und diese Oberflächenwahrnehmung funktioniert auch besser, so wie in dem vorherigen Beispiel, wenn wir das nochmal stützen. Das heißt, wir können haptische Erfahrungen durch Technologie hervorrufen, aber wir werden viel besser darin, solche Illusionen zum Beispiel von Materialität und so weiter zu erzeugen, wenn wir der Haptik auch noch die visuellen Sinne oder visuellen Stimuli hinzugeben oder aber auch auditive. Und da wären wir dann schon bei der multimodalen Wahrnehmung. Das war es mit der Haptik und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.